Wir sind zurück und diesmal mit dem Spiel Leipzig gegen Stoke City. Butland, der Keeper der Gäste aus England, musste gleich diskutieren. 4 Minuten waren gespielt, als er Emil Forsberg den Leipziger von den Beinen holte. Die Diskussion verstehe ich nicht. Klare Berührung am rechten Bein des Leipzigers, folglich 11 Meter. Und den trat der Schwede selbst. Und zwar gut. Links oben 1-0 für Leipzig. Mit Vollgas ging es rein in dieses Spiel. Mit Vollgas ging es rein ins Tor. Die Kamera auf dem Stativ fiel um. Links oben nochmal zu sehen. Und Ralf Haasen hört da die Vorderleute. Er will ja zu Null spielen. Das ist oberstes Ziel eines Torhüters immer, vor allem wenn er so im Zweikampf steht mit einem Neuzugang. Mit Mvogo, da ist Gulaschi und da hat er auch keine Chance. So, wir machen Gulaschi keinen Vorwurf. Der Torschütze, Ecke mit Schnitt. Und da steht Paulsen einfach nicht gut. Er steht hinter Juf, geht nicht entgegen. Und Gulaschi ist die ärmste Sau im Kasten. Stürmer gegen Stürmer. Mamdjouf, Torgefahr wie eh und je. Hat er einen. Shaqiri und Eigentor von RB Leipzig, 78. Sie brauchen keinen Peter Crouch. Compare. Ärgerlich, aber munter machen. Hilft ja nichts. Da hatte Compare die Befürchtung, dass Crouch lang, und das darf man wörtlich nehmen, rangeht. Und dann überloppt Compare Mvogo. Ganz unglückliches, ganz blödes Ding.